So, meine Freunde. Ui, weiter geht's. Heute sitzen wir in einem Audi TT. Ursprünglich ein 200 PSer. Also Zahnriemenmotor mit K03. Und wir sind jetzt schon auf der Autobahn. Auto hat jetzt aktuell ein Gewindefahrwerk von H&R bekommen und diese Magic White Geschichte ist rausgeflogen. Habe jetzt nur mal eben kurz was geguckt, weil irgendwas im Kofferraum geklappert hat, was mich gestört hat beim Fahren. Da das Video mit dem Golf 6 auf K04 Umbau so gut angekommen ist, wollte ich euch das Auto mal zeigen, weil hier ist auch ein K04 Lader reingekommen. Hier ist, also was haben wir gemacht? Hier ist ein K04 Lader von TTH verbaut worden. Schöne Grüße an Jasmin von hier aus. Wagner Ladeluftkühler, keine komplette Ausprobanlage, nur eine Downpipe ist hier drin. Dann haben wir eine große Ansaugung von HG Motorsport verbaut. RS4 Einspritzdüsen, Hochdruckpumpe Upgrade. Und Ziel war eigentlich ursprünglich 350 PS mit 450 Newtonmeter, um das DSG so ein bisschen zu schonen. Und da sind wir auch gelandet. Also das ganze System ist nicht ausgereizt, sondern wir sind, wie gesagt, auf die 350 PS mit 450 Newtonmeter. Schön halten, kein Drehmoment mit Peak rein, weil der Kunde es letztendlich so wollte, das Auto soll fahrbar sein. Wir sind auf diesen Upgrade-Lader gegangen, damit der Serienlader nicht ganz so ausgereizt ist. Deswegen der Upgrade-Lader. Der sich da vorne natürlich ein bisschen kaputt lacht, weil er gar nicht richtig marschieren darf. Aber dadurch haben wir geringe Ansauglufttemperaturen, wir können relativ viel Zündung fahren, weil die Ansaugluft sehr kalt ist. Also und das Ganze ist ein schönes Konzept eigentlich, weil es nicht aufs Letzte abgestimmt ist, weil wir hier nicht die 400 PS fahren wollten, sondern wie gesagt 350. Wir fahren jetzt mal mit euch Driftbox-Zeiten. Wir haben gerade schon einmal probiert, da sind wir von 100 auf 200 in 10,0 Sekunden gefahren. Wie gesagt, zwei Mann, wieder nicht mit leerem Tank, sondern drei Viertel. Wir haben hier kein Gewicht rausgepackt, so wie das Auto ganz normal fahren würde. 10,0 Sekunden. Wir probieren das jetzt gleich nochmal, dann schwenken wir auch mal auf die Driftbox. Fahren dazu einfach mal auf S. Und dann probieren wir das mal aus. So, also 100-200 zwischen 10 und 10,2 Sekunden. Kann sich doch eigentlich sehen lassen für so ein Ding. Wir haben natürlich jetzt hier den Vorteil, wir fahren nur, oder Nachteil, wir haben Fronttriebler. Das heißt, er ist eigentlich schon, ja, bis 100 ist das Ding auf jeden Fall überfordert mit dem Drehmoment und mit der Leistung. Und dann macht er natürlich schnell. Also ein TTS mit derselben Leistung ist ein Ticken langsamer. Und gerade auch oben raus wird TTS und so deutlich langsam. Langsamer. Ja. Ansonsten finde ich gut, dass ihr euch so für die Videos interessiert. Und wir haben ja auch schon ein bisschen was mit Live-Übertragung probiert. Da werden wir die Tage mal mehr machen, wo wir mal einfach ein bisschen quatschen können. Das werden wir machen. Also weiterhin liken, teilen, abonnieren und so weiter. Wie gesagt, TT haben wir jetzt mal reingenommen. Das Auto ist schon was länger umgebaut, weil es in letzter Zeit ja schon BMW-lastig war. Es kommt jetzt die Tage noch ein anderer Audi, wo wir ein Video mitmachen dürfen können, wollen. Und bis dahin, tschüss.